Bei der Dentosophie handelt es sich um eine Therapiemethode, bei der mit einer weichen Schiene, die im Mund getragen wird und die mit sowohl den Oberkieferzähnen als auch den Unterkieferzähnen Kontakt hat, bei dieser Therapiemethode wird also eine Harmonisierung angestrebt und oft auch erreicht des ganzen Mundgleichgewichtes, inklusive Zähne. Und diese Harmonisierung des Mundgleichgewichtes bringt in aller Regel auch eine Harmonisierung anderer Aspekte des gesamten Menschen mit sich, insbesondere Aspekte der psychoaffektiven Ebene, der emotionalen Ebene. Also kann man das auch so sagen, dass das auf, man sagt ja immer so schön, auf Körper, Geist und Seele, aber das ist dann definitiv so eine Sache, die auf allen Ebenen wirkt. Was haben Sie erfahren in diesem Kurs, den Sie damals gemacht haben in der Nähe von Lyon? War das so ein ziemlicher Wechsel in Ihrer Arbeit? Ja, ich war schon erstmal ziemlich mit offenem Mund an diesem Kurs. Es ging wirklich ein neues Feld auf für mich. Und obwohl ich eigentlich fast als Beisitzer da war, nur als Gast, weil ich ja eben nicht Zahnarzt war und der Kurs war eigentlich vor allem für Zahnärzte gedacht, habe ich ganz schnell gemerkt, also eigentlich geht das gar nicht, dass ich da nur zuhöre und das nicht bei meinen Patienten anwende, weil ich habe sofort gemerkt, es ist mir bewusst geworden, dass viele meiner Patienten, die chronische Probleme haben, einfach genau sowas brauchen. Und da habe ich mich fast verpflichtet gefühlt, mich da hineinzuknien, mich in diese Methode zu vertiefen und das dann auch bald einmal habe ich es dann angewendet bei meinen Patienten. Gibt es Menschen, sehen Sie das, also die, so vielleicht Ausnahmen, aber gibt es die mit dem perfekten Biss? Ich habe noch niemanden gesehen. Und Sie sind jetzt doch schon ein paar Jahre Zahnärztin. Das ist so, ja. Ich habe in unserer Zivilisation noch niemanden gesehen mit einem ausgeglichenen Gebiss. Häufig haben die Leute genug Platz für die Zähne, aber dann steht der Kiefer nicht richtig. Oder der Kiefer ist verschoben, der Oberkiefer gegenüber dem Unterkiefer. Fehlfunktion. Also, haben Sie Familien, wo wirklich so die ganze Familie so einen Ja, Eigtheater hat? viele Familien, inklusive Großmama und Großpapa und Tanten und Onkel und ja. Also, das ist jetzt vielleicht sehr hochgegriffen, aber ich stelle mir einfach so vor, dass das einfach sehr harmonisierend wirkt. Und wenn wir sagen, es ist so für Körper, Geist und Seele harmonisieren, kann das wirklich Menschen mehr in die Harmonie bringen? Ich sage den Leuten immer, sie machen einen Wanderweg. Und der kann wunderschön sein, die Sonne scheint und der Weg ist einfach und leicht und alles ist toll. Und plötzlich fängt es an zu regnen und eine Schlucht tut sich auf. Und ja, das kann dann ganz schwierige Momente geben, auch mit diesem Aktivator, weil er holt natürlich alte Muster aus dem Unterbewussten auf. Er hilft aber auch, diese zu verarbeiten.